Hallo liebe Monkey Community, nach dem ganzen Support und der Vorbereitung und dem Kampf haben wir uns überlegt, ein Statement abzugeben, damit ihr auch versteht, was da passiert ist, damit man sich reinversetzen kann. Bevor wir zu dem kommen, wollte ich mich noch einmal für den ganzen Support bedanken bei meiner Frau, die hochschwanger zu Hause war und dann auf zwei Kindern aufgepasst hat, während ich in Stockholm war. Ich möchte mich dann noch bei meinen Kennex bedanken, mit denen ich aufgewachsen bin, die sich getroffen haben und das Geld eingesammelt haben. Obwohl alle broke sind von denen, ohne die wäre das Trainingscamp auch nicht möglich. An meinen Trainer und Sparringpartner Machaev, der mir das Flugticket gleich gezahlt hat für Stockholm, der gesagt hat, du musst da hingehen und das Trainingslager dort machen. An meinen Trainer, an Philipp, der sich Urlaub genommen hat, um mit mir überhaupt nach Frankreich fliegen zu können. Und natürlich an meine Sponsoren und an bestimmte Leute, ich nenne jetzt nicht alle Namen, aber die mich auch ein bisschen finanziell unterstützt haben für das Camp, für die Vorbereitung. Umso größer ist natürlich die Enttäuschung nach dieser Niederlage gegenüber den Leuten. Ich möchte mich trotzdem bedanken und gerade weil es so ein großer Support war von allen Seiten, tut es umso mehr weh, euch so eine Performance geliefert zu haben am Samstag und ich hoffe, ich kann es wieder gut machen. Kommen wir zum Kampf. Was ist passiert? Als der Kampf begonnen hat, habe ich im Kampf gar nicht reingefunden. Ich habe mehr von außen den Kampf beobachtet und allein wo ich geschlagen habe, habe ich mir schon gedacht, hey, das passt irgendwie nicht und ich war voll, also Geist und Körper waren voneinander getrennt. Im normalen Leben kann man das so vergleichen, wenn man sich für eine Prüfung vorbereitet, alles auswendig kann und dann ist der Tag da und man hat einfach einen Blackout und man weiß die Antworten nicht. Genau so fühlt sich das an. Oft passiert es, dass man in einen Kampf einsteigt und manchmal hat man, man ist gar nicht da und dann kassiert man mal zwei, drei Schläge und dann denkst du, ah, okay, da bin ich jetzt und es läuft einfach alles wieder. Ja? Manchmal passiert, dass man schon auf Betriebstemperatur ist und es läuft alles von der ersten Minute, ersten Sekunde einfach so, wie es laufen muss. Und manchmal passiert es, dass man einfach gar nicht aufwacht. Ja. Und bei mir war das so, ich war gar nicht nervös vom Kampf. Das könnte auch vielleicht das Problem gewesen sein. Ich habe gar kein Adrenalin gehabt. Ich war so ein bisschen verschlafen und in den ersten Sekunden habe ich mir gedacht, aha, das passt irgendwie nicht, das fühlt sich alles nicht richtig an. Ja. Und da waren wir am Boden und da hat der Typ schon ein paar Mal auf mich eingeschlagen und ich habe mir gedacht, okay, Darko, na wurscht, dann wird es die zweite Runde sein, in der du aufwachst. Ja, das wird schon, da höre ich schon den Philipp sagen, Darko, noch zwei Minuten. Und dann dachte ich, okay, na, es wird die zweite Runde sein. Leider ist es nicht mehr zur zweiten Runde gekommen. Es war nicht mein Tag einfach. Ja, ich war voll nicht da. Es tut halt am meisten weh, weil es ist wie, ihr müsst euch vorstellen, das ist wie im Wilden Westen. Ja? Beide steht gegenüber einander. Ihr habt beide eine geladene Waffe und wir sagen jetzt, gleich geht's los und du bist so, warte und er sagt, are you ready? Warte und are you ready? Und du verlierst den Kampf mit einer geladenen Waffe, ja, das ist halt echt traurig. Obwohl du das Zeug hast, den Typen zu besiegen, in dem Falle schießen, ja, das ist halt echt bitter, dass man nicht zeigen kann, wie gut man eigentlich ist. Das ist natürlich keine Entschuldigung. Weil das macht eben ein Profi aus, dass er eigentlich zu einem bestimmten Zeitpunkt seine Leistung komplett abrufen kann. Ja? Und das ist halt eben das Schwere, dass man genau dann funktioniert, wann man funktionieren muss. Und das macht halt eben alles einzigartig, weil wir sind halt keine Maschinen, die du einschalten kannst und die sind 100% auf Betriebstemperatur und alles läuft. Ich habe den Kampf eindeutig verloren. Der Gegner war ein former UFC-Kämpfer, der war Cage Warriors Champion. Der Typ hat echt einen guten Lauf, hat die letzten 5 Kämpfe alle gewonnen. Aber damit will ich sagen, wenn Darko trotzdem mental da wäre, wäre die Performance nicht so mies wie diesen Samstag. Ja. Also dann hätte ich sicher eine 3-Runden Schlacht geliefert, gewonnen oder verloren. Aber es hätte nicht so mies ausgeschaut wie diesen Samstag.
Ich sage nicht, dass ich den Kampf gewonnen hätte. Ich bin zwar mit den Gedanken reingegangen, aber wär ich mental da gewesen und voll im Kampf drinnen, hätte der Kampf natürlich anders, viel anders ausgeschaut, als was am Samstag war. Deswegen Respekt an meinen Gegner, der war an dem Tag der bessere Mann, er konnte seine Leistung abrufen und ja. Die Leute sagen mir oft, ja Darko, du denkst vielleicht zu viel nach, also ich krieg 1000 Nachrichten, was ich besser machen hätte können und natürlich, ich lese mir jede Nachricht durch, dass ich euch nur mal erkläre, weil die Leute sagen, hey, denk nicht zu viel nach, geh einfach rein, mach es, schlag einfach, aber es ist nicht einfach, du kriegst 800 Nachrichten, wo die Leute sagen, das ist deine Chance und wenn du das nicht schaffst, dann ist aus und du weißt, dass dieser Kampf ist alles, wenn du den nicht gewinnst, dann ist aus und das ist jetzt der höchste Schritt in deiner Karriere und da kriegst du so viel Druck und das hörst du aber von jedem zweiten, das ist es und du bist einfach irgendwann einmal, du bist auf einmal so, du kriegst fast keine Luft, ja ich weiß, das ist jetzt schon Stand, das brauchst du mir nicht sagen, ich weiß eh, dass das jetzt der höchste Kampf, der größte Kampf meiner Karriere ist, aber dann hörst du es von jedem, wenn du es verkackst, das ist aus, die kriegst du nur einmal diese Chance und du bist so, ich weiß, und das ist nicht einfach mit so etwas umzugehen, ja, und man muss echt lernen mit so etwas umzugehen und wir trainieren alle immer nur den Körper, Ausdauer, Technik. Aber es ist eigentlich sehr wichtig mental, da sieht man eigentlich die High-Level-Liga, dass da eigentlich sehr viel mental sich abspielt, sehr viel. Es ist sehr bitter, überhaupt wenn man so verliert, dass man nicht einmal zeigen konnte, wie gut man ist. Ich hätte meinen Schwager reinstecken können heute und der hätte besser performt als ich. Das ist halt echt bitter, also ich hätte lieber 3 Runden kämpfen mit einem gebrochenen Jochbein, Kiefer, Nasenbruch und hätte so verloren, als wie das jetzt am Samstag war und das ist echt sehr schwer für mich und da denkt man sich einfach nur, wieso, warum, ich kann es besser, soll ich aufhören mit dem Sport, was plant das Universum für mich, was will das Schicksal, warum Gott, da gehen 1000 Sachen einen durch den Kopf, ja. Wenn du mich gestern und vorgestern gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja ich höre auf mit dem Sport, aber ich glaube so denkt jeder, wenn er eine Niederlage hat. Eigentlich habe ich es nicht meine erste Niederlage, aber wenn man bei so einer Organisation nicht einmal ein bisschen was zeigen kann. Einen Tag später ging es mal wieder anders, weil ich mir denke, das kann es nicht gewesen sein. Dann ist man wieder so, ich werde es denen nochmal zeigen, Alter. Ich muss jetzt, schreibe gleich meinen Manager, wie schaut's aus, da kriege ich noch einen Shot bei Bellator. Und das heißt, ich werde das jetzt so machen und dann fängt man an zu überlegen, das war falsch, ich hätte das machen sollen. Das Training hätte ich umstellen sollen und ich glaube am wichtigsten ist es jetzt nicht, mehr Boxen, mehr Ringen, mehr Jiu-Jitsu, mehr Technik, weil das kann ich eigentlich alles. Nicht alles, aber ich glaube, ich bin nicht schlecht darin, was ich alles bereits kann. Und ich glaube, woran ich mehr an mir arbeiten muss, ist die Leistung zum richtigen Zeitpunkt abrufen zu können. Weil ich glaube, das ist das Schwierigste als Profi generell auf so einem hohen Level. Ich bekomme vor dem Kampf nach dem Kampf so viele Nachrichten. Ich möchte mich nochmal bedanken für den Support, weil das bedeutet mir sehr viel, überhaupt wenn die Leute sich nach dem Kampf, wenn man gerade eine Niederlage sich eingeholt hat, schreiben und wir stehen hinter dir und das motiviert einen erst recht, weil wie wir alle wissen, ist Kampfsport der undankbarste Sport. Da kann man 100 Kämpfe gewinnen und es reicht nur einen zu verlieren und der ist ja urscheiße geworden, was ist mit dem, ja, der ist urschlecht, ja. Und deswegen, ich schätze das sehr und das pusht mich extrem. Danke euch. Ich stehe natürlich auch hinter euch. Egal was ihr braucht, ihr könnt mir immer schreiben. Ich bin da. Monkey Support ist da. Für alle, die mich supportet haben, es tut mir leid, dass ich es voll verkackt habe am Samstag. Ich komme stärker zurück, ich werde an meine Sachen, an meinen Fehlern arbeiten. Vor allem an dieser mentalen Geschichte, weil das ist ausschlaggebend und das war auch der Grund an dem Tag. Ich werde daran arbeiten und stärker zurückkommen und dann öffnen wir eine Flasche auf Bellators Nacken.